Nun kommt mit. Ich führe euch zu unserem Erprobungsstufenleiter Herrn Schwert. Er steht zum Schulbeginn auch für alle Fragen verfügbar. Wir haben an unserer Schule übrigens ein Lehrerraumsystem. Die Klassen sind nach Lehrern zugeordnet und wir Schüler kommen während des Tages durch ganz viele Klassen. Wir haben ja schon gesagt, wir werden das Experiment zur Verdauung jetzt durchführen und zur Ernährung. Und wir werden uns damit besonders mit den Betriebsstoffen befassen. Kann noch mal jemand sagen, was Betriebsstoffe sind oder welche Stoffe zu den Betriebsstoffen gehören? Dann? Zum Beispiel Eiweiß oder Kohlenhydrate. Ja, also bei den Kohlenhydraten bleiben wir auch. Eiweiß kann auch Betriebsstoff sein, auch Baustoff. Und das wichtigste Kohlenhydrat für die Welternährung ist Stärke. Schon mal gehört, Stärke? Es handelt sich bei Stärke um einen Mehrfachzucker, welcher aus mehreren Einzelzuckern zusammengesetzt ist und spiralähnlich Molekül bildet, das als Helix bezeichnet wird. Wenn man in ein neues Land kommt und die Ernährung durch heimische Pflanzen absichern will, kann man mit der Idol-Lösung also herausfinden, wo die Stärke verborgen ist. Ja, und das machen wir jetzt. Noch ein paar Instruktionen. Ihr braucht zu zweit einen Pappteller, einen Löffel und diese Jodlösung, da gebe ich gleich auch noch zusätzliche Pipetten raus. Die bleibt hier vorne, die ist weder giftig noch sonst irgendwas. Die kann man sogar verdünnt trinken und als Spüllösung benutzen, da kann nichts passieren. Dann braucht ihr so ein paar Lebensmittel, die wir auf Stärke untersuchen. Wir haben hier Zucker, vielleicht ist da ja Stärke drin. Salz, wichtiges Lebensmittel, könnte auch Stärke enthalten. Dann das Weizenmehl, Kichererbsenmehl, Kartoffelstärke. Dann haben wir Reismehl, ne, für die weizenunverträglichen Leute. Proteinpulver, ist vielleicht auch Stärke drin. Dann haben wir hier diesen Kartoffelpüree. Da ist die Frage, ist da Stärke drin oder ist es so stark verarbeitet, dass es dass die Stärke vielleicht sogar fehlt? Weiß man ja nicht. Dann haben wir hier noch zwei so Knollen und da schneiden wir uns auch eine Scheibe ab. Und wenn wir das am Ende auf den Teller gebracht haben, dann immer so 2 bis 3 Tropfen Jodlösung drauf. Und dann macht euch bitte auf einen Zettel eine Tabelle, wo schon mal drin steht, was ihr untersucht habt. Das sollte natürlich auch auf dem Teller beschriftet sein und ob da jetzt Stärke drin war oder nicht. Ich sage euch nochmal, woran man das erkennt. Wenn da Stärke drauf ist, dann wird das richtig heftig blau-schwarz. Das seht ihr, das ist heftig. Und wenn da keine drauf ist, dann ist es entweder durchsichtig oder braun, je nach Jodlösung. Okay, und los. Also ihr holt euch jetzt was, tut das auf dem Pappteller, beschriften. Genau. Wichtig ist, dass ihr euch merkt und beschriftet, was ihr nehmen wollt. Ihr könnt die Teller auch zuerst beschriften. Ne? Sarah, wenn du am Ende musst du wissen, was das ist. Ne? Ja, weil Messer sind ja so eine Sache. Ne? Die haben die Angewohnheit, manchmal sind sie scharf. Okay. Ich weiß nicht, aber was hast du denn jetzt da alles geholt? Also Kartoffeln, Zucker. Warte, den Namen. Warte. Salz habe ich auf jeden Fall geholt. Das, ich weiß nicht. Es gibt auch normalen Salz. Zucker. Guck mal da, raffinierte Zucker. Das ist dieses Dinkelmehl. Das nimmt man auch als Lösung, wenn man erkältet ist. Und das ist ein sehr, sehr heftiges Naturheilmittel. Warte, erstmal muss ich da drauf. Eins. Da ist eins. Das ist nichts. Mach mal bei Dinkelmehl. Eins. Ja, okay. Da passiert zwei. Oh, da passiert auch nichts. Das sieht gut aus. Hier dieses Schwarz und dieses Braun, das sieht schlecht aus. Da scheint übelst wenig Stärke oder gar keine drin zu sein. Bitter. Also das, was ist das? Salz? Ja, Salz ist offenbar nicht fähig, uns diese Betriebsstoffe zu liefern. Bei Salz, das ist dann so braun. Bei Zucker auch. Und bei dem Kartoffelpüree ist das dann so wie bei Mehl. Hier ist Stärke drin. Also was immer das ist, das in Reismehl ist gar nichts. Das heißt, das Kartoffel ist? Hä? Ja, das ist doch schwarz. In Salz hat keine Stärke. Ja, okay. Also da ist was drin, da nicht und da auch. Manchmal ungefähr, wo ist denn keine Stärke drin? Die Reismehl und
Ja, die Ergebnisse kurz in einem Wort zu beschreiben. So quasi als Zusammenfassung. Das wäre total nett. Da können wir das ein bisschen üben, wie man ein Versuchsprotokoll im Prinzip macht. Ja, vielleicht kannst du das nochmal eben vervollständigen. Also das sind improvisierte, aber sehr sinnvolle Aufzeichnungen. Also ja, so tastet man sich ans Experimentieren. Okay, was sollen wir als Antwort schreiben? Was soll mir schreiben? Das verfärbt sich das nicht, oder was? Okay, Leute, alle sind fertig. Paul, bitte geh mal nach vorne, wir machen die Ergebnissicherung. Ihr braucht nichts wegräumen, das mache ich später. Also ich würde das jetzt gerne so machen, dass wir nach der Reihe runtergehen und ihr beantwortet, ob das mit Stärke ist oder ohne Stärke. Genau. Machen wir mit der Kartoffel weiter. Wer hat dann Anna? Die Kartoffel enthält Stärke. Das heißt Kartoffelpüree. Ich hab's. Schau mal. Die Kartoffelpüree hat Stärke. Das ist keine. Bei uns ist Reis mehr braun. Also bei uns ist kein Stärke. Bei wem bist du noch was? Woran könnte es liegen? Reis mehr bei einer Gruppe braun. Anna? Eine Verwechslung, ja, das kann gut sein.